Ja, grüß dich. Morgen, morgen. Heute Teil 7, also Update Nummer 7 bezüglich DAX und Indizes und allgemeiner Marktlage, Börsencrash etc. Ja, für den März doch relativ viele Videos und es sind ja auch entsprechend bezüglich den DAX doch sehr viele Leute, die sich da auch Gedanken machen bzw. machen müssen. Jetzt sind wir natürlich alle im Homeoffice irgendwo und haben ganz viel Zeit, um uns Gedanken zu machen, aber dazu noch später ein paar Worte. Ich werde auch ein cooles Video von Markus Koch hier unten verlinken. Wer dem seinen Kanal noch nicht verfolgen sollte, könnte ich mal empfehlen. Der hat momentan auch sehr viele interessante Interviewpartner und letztens auch jemanden, der ein bisschen was gesagt hat, das war im Grunde vor ein paar Stunden erst, ein bisschen was dazu gesagt hat. Ja, wie man doch, und der hat auch Bill Gates zitiert, also wer von euch Bill Gates nicht kennt, Microsoft Gründer, einer der Microsoft Gründer, der bekannteste zumindest, der hat auch gesagt, wir unterschätzen oft, was wir langfristig, also wir überschätzen, was wir kurzfristig erreichen können an der Börse und wir unterschätzen, was wir längerfristig an der Börse erreichen können. Und das betrifft, das ist natürlich völlig wahr, völlig richtig, hat für die letzten 50 Jahre und oder 100 Jahre auch immer so gegolten, wird auch wahrscheinlich auch für die Zukunft weiterhin so gelten, aber eben nicht für alle Branchen. Ja, es wird einige Branchen geben, die werden noch stärker unter Druck kommen, jetzt noch schneller, noch stärker. Und es wird andere geben, die eben davon profitieren. Letztendlich ist das Ganze ja mehr oder weniger Nullsummenspiel, da wo die einen verlieren, gewinnen andere. Und die, die gewinnen, sind natürlich die, die von der Digitalisierung insgesamt schon gewonnen haben. Die werden noch größer. Und das ist ja immer wieder das Gleiche, das ist wie so eine Schallplatte, die hängen geblieben ist und die man immer wieder wiederholen kann. Die großen Tech-Firmen, ja, die mit 100 Milliarden von Cash-Reserven, sei es jetzt Apple, sei es Google, sei es Amazon, sei es auch Microsoft, die haben vielleicht nicht ganz so viel, aber Microsoft, also mit jedem IT-Leiter, mit dem ich mich momentan unterhalte, der sagt, hey, wir haben momentan andere Probleme als wie ja, IT-Security oder sowas, was ich eigentlich gar nicht so gerne laut sage hier, weil ich momentan einige Projekte habe in dem Bereich. Aber der sagt, ja, wir müssen jetzt erstmal schauen, wie wir das mit dem Homeoffice lösen, ja, das Problem mit dem Homeoffice. Und dann habe ich gesagt, naja, da ist ja IT-Security auch ein Teilproblem davon. Und sagte, ja, schon, aber bevor wir uns überhaupt über IT-Security Gedanken machen können, müssen wir uns erstmal darüber Gedanken machen, wie wir jetzt die ganzen Homeoffice-Leute ausrüsten und wie wir sozusagen unsere Microsoft-Lösungen und Co. dazu bringen, dass die ganzen Leute aus ihren Homeoffices auf unsere Applikationen Zugriff haben. Ja? Und das ist nämlich gar nicht so einfach. Das hängt nämlich von individuellen Konfigurationen ab und den individuellen Hybrid-Cloud-Modellen oder Cloud. Wenn alles in der Cloud ist, dann ist es in der Regel nicht so schwierig. Aber die meisten haben ja alles immer so in der Kombination. Ja, wir wollen ja immer nur sozusagen das Beste aus allen Welten und ganz besonders in Deutschland viele Unternehmen, Mittelständler sind noch extremst allergisch und ich weiß es aus erster Hand gegen alles, was Cloud ist. Ja, wirklich. Also da gibt es noch ganz, ganz viele kleine und Mittelständler und ich rede jetzt hier nicht von kleinen, wenn ich sage kleine Mittelständler, rede ich nicht von Unternehmen, die 1 Million Euro Umsatz machen. Die machen schon ein bisschen mehr. Und besonders Maschinenbau, also diese ganzen traditionellen Geschäftsmodelle, Werkzeugbau, die wir auch zukünftig noch brauchen werden, ja, Elektromobilität hin oder her, ja, die sind sehr, sehr wichtig und wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft und die sind teilweise hochallergisch gegen alles, was Cloud betrifft. Und die müssen sich jetzt Gedanken machen, okay, wie machen wir das mit diesem Homeoffice, ja? Teilweise diese ganzen Zugriffsrechte und so weiter, das muss alles überarbeitet werden, rekonfiguriert werden, das muss ja trotzdem alles sicher sein. Da müssen die Leute, ja, muss sich entschieden werden, über Nacht sozusagen, wird entschieden werden, mit welchen Geräten sollen die denn arbeiten. Ja, sollen die bring your own device, ja,
Also, das ist wieder extremst unsicher, ja, aber den jetzt alle über Nacht einen Laptop kaufen, ja. Ich habe gestern mit einem Unternehmen, also mit einem IT-Leiter, also einem CIO, nicht nur IT-Leiter, also schon Teil der Geschäftsführung, gesprochen. Die haben halt, ja, 1400 Leute, ja, und dann haben die nochmal 35 Standorte mit nochmal ungefähr 3000 Leuten. Einige Werke davon sind komplett shutdown, ja, und so weiter. Und das ist also schon eine Herausforderung, ja. Und von daher wäre ich da auch mal mit allen Investitionen noch ein bisschen vorsichtig. Also ich bin nur etwas verschnupft und so, aber das bin ich immer. Ja, vor allen Dingen gestern kamen schon die ersten Pollen raus, ja, und ich habe ja ein bisschen Heuschnupfen. Und wenn man dann mal so niesen muss draußen auf der Straße, dann drehen sich sofort alle um. Ja, das ist schon ein echter Hammer. Auf jeden Fall bin ich jetzt sagen wir mal, so mit 10% investiert und habe wieder ein paar Aktien gekauft, weil ich mir gedacht habe, hey, also letzte Woche Donnerstag, Freitag, habe ich mir gedacht, hey, what the fuck, ja, also hier Ölpreis jetzt dann irgendwie auf 10 Euro, auf 10 Dollar irgendwas, ja, also da kann man dann schon mal wieder auch ein paar kaufen, ja, so kleine Mengen. Weil ich hatte ja einige Ölaktien, ja, und da bin ich ja dann Gott sei Dank rechtzeitig mit den größten Teilen raus noch, ja, obwohl ich natürlich dann auch Verluste hatte, aber das hätte noch ganz, ganz viel, viel, viel schlimmer sein können. Und wenn die jetzt teilweise 20, 30% tiefer sind oder sogar noch mehr, dann kann ich da zumindest ein paar also es gibt ja dieses Scale-In, Scale-Out-Modell und es ist ja letztendlich auch relativ allzeit bekannt, weil man einfach, selbst die Profis wissen, dass das Timing quasi unmöglich ist. Ja? Also wann ist genau der beste Einstieg und wann ist der beste Ausstieg und das alles. Also man nimmt, sondern man sagt, okay, ich will jetzt 10.000 Euro in Ölaktien wieder reingehen, ja, dann nehme ich einfach, dann teile ich das durch drei, mache ich jedes Mal 3.300 Euro. Und am Donnerstag bin ich, sagen wir mal, mit 3.300 Euro rein. Und dann seitdem sind sie schon wieder gestiegen. Ja, dann am Freitag nochmal 3.300 Euro und dann halt sind sie wieder gestiegen. Ich nehme an, dass es jetzt halt vielleicht wieder ein bisschen fällt oder was auch immer. Weiß eben niemand. Und dann kannst du dir sagen, gut, und von dem Zeitpunkt dann in 2 Wochen oder in einer Woche gehe ich dann mit meinen zweiten oder mit meinen dritten 3.300 Euro rein, ja, und also das ist mal als Beispiel, ganz blödes Beispiel, ja, aber das ist halt einfach, weil man eh nichts weiß, ja, dann einfach das Ding halbieren und dann hat man halt irgendwie einen Preis, der halt sich aus dem Average ergibt, aus dem Durchschnitt, ja, und also hier mal kurz zum DAX, das wollte ich eigentlich besprechen, ich hatte immer schon hier diese Balken eingezeichnet und so weiter und ich habe mir eigentlich auch erhofft, dass halt irgendwann mal wir so eine, zumindest mal eine zeitweise Konsolidierung hier erfinden und sozusagen Boden bilden. Und das würde halt insgesamt auch dem Markt gut tun. Und so, weil wir letztendlich auch schon diese ganzen Quarantäne und diese Shutdowns und so, das ist ja alles schon mit eingepreist. Das heißt, wir brauchen jetzt hier, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, schon vor 3, 4 Tagen, jetzt den, sozusagen, wir bräuchten jetzt hier, wenn jetzt hier jemand zum Beispiel short, es gibt ja einige, die fragen, ja, jetzt DAX Short und diesen jenes. Ich habe eine kleine Short-Position gehabt, die habe ich aber jetzt zu 3/4 rausgenommen letzten Freitag, weil meiner Meinung nach der Markt sich ein klein wenig beruhigt hat. Es kann natürlich in 2 Tagen, Montagmorgen, kann es natürlich wieder irgendeine tolle Nachricht geben und dann zerfetzt wieder alles, was ich mir gedacht habe. Es kann natürlich auch sein. Ich schließe auch überhaupt gar nicht aus, dass wir letztendlich wenn jetzt sozusagen nochmal eine Welle kommen sollte, ne, dass die Leute dann so richtig realisieren, oh, was hat denn das alles für Auswirkungen, ja, auf unsere ganzen Offline-Businesses und so weiter und diese ganzen, wenn dann plötzlich, also die ersten Nachrichten kommen, ja, und darauf könnt ihr sozusagen einen lassen, ja, also wenn die ersten Nachrichten so in der Bildzeitung und so weiter kommen, 15% Arbeitslosigkeit, ja, solche Headlines, die mit Arbeitslosigkeit zu tun haben, ja, dass dann nochmal die Märkte unter Druck kommen, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil das auf solche Buzzwords ist die große Bevölkerung, die große Masse extremst allergisch und ansprechbar, ne? Damit wird
Politik betrieben, damit mit solchen Buzzwords wird Wahlkampf betrieben. Ja, also das ist ja immer auch diese Schönmacherei mit Statistiken. Ich weiß nicht, wer das von euch weiß, dass wenn zum Beispiel bei uns Bundeskanzlerwahlen sind, ja, dass immer die Budgets im Wahljahr für Weiterbildung und Umschulungsmaßnahmen extremst hochgeschraubt werden. Warum? Weil die dann für Arbeitslose, die gerade arbeitslos gemeldet sind. Warum? Weil die dann aus der Statistik rausfallen. Also statistisch kann man dann argumentieren, oh, wir haben gerade sehr, sehr niedrige Arbeitslosigkeit, wir haben einen guten Job gemacht. Bitte wählt uns wieder. Ho, 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 ho. Ja. Und ja, also von daher kann ich mir schon sehr gut vorstellen, wenn jetzt über diese Schockwellen und so weiter, wenn jetzt da eine Menge Arbeitslose kommen, dass man mit diesen Buzzwords dann auch wieder spielt, sei es jetzt halt auf Medienseite oder auf Politik oder in Kombination. Und wenn man das nicht so richtig kontrollieren kann, dann kann schon sein, wenn es dann so mal, wie das halt immer so ist, ja. Genauso wie wir sozusagen jede Nachricht der letzten 2, 3 Wochen mit dem Wort Coronavirus hatten, könnte dann, sagen wir mal, so eine Woche lang oder so jede Nachricht, die dann rausgeposaunt wird, mit dem Wort Arbeitslosigkeit. Ja, wenn das sozusagen oder irgendein anderes Thema, das sehr sensibel dann aufgenommen wird von Märkten oder auch von der Bevölkerung, es könnte dann zum Beispiel wieder so ein sensibles Wort kommen wie: Ist der Euro sicher? Ja, ist der Euro sicher? Und zwar immer in der großen Masse, in der großen Masse. Ja, also nicht diese 100.000 oder 200.000 Follower, die sowieso irgendwelche Euro-Kritiker verfolgen auf YouTube oder so. Ich rede hier von vielen Millionen Leuten, die dann plötzlich sich nicht mehr ganz sicher sind, ob der Euro sicher ist. Oder sich nicht mehr ganz sicher sind, ob sie nicht jetzt arbeitslos werden oder ob überhaupt die ganze Arbeitslosigkeit da größere Probleme hervorruft. Also immer wenn die Masse sozusagen in so einen Strom reingerät, ja, dann können wir natürlich hier auch ganz schnell 7.000 Punkte sehen oder 5.000 Punkte, ist überhaupt kein Thema, ja. Und von daher bin ich jetzt 10% investiert, 10 bis 15% sowas. Ich muss mir immer aufpassen, wenn ich solche Sachen sage, weil, ja, 10% oder 15% von was? Ich rede hier immer von meinem Swing Trading Depot, mit dem ich hier sozusagen YouTube auch, also sehr öffentlich, ne, also jeder kann dieses Video gucken. Ich weiß teilweise nicht, wer dieses Video guckt. Und von daher werde ich auch nie über andere Dinge reden, als wie über mein, oder schon gar nicht detailliert, als wie über mein Swing Trading Depot. Und hier reden wir eben von momentan, ich glaube, sind es 14% oder so. Ja? Also 14.000. Und von daher ist es halt so, wie es ist. Ja, also extrem vorsichtig. Ich will aber gleichzeitig bei Ölpreisen oder wenn jetzt eine Royal Dutch Shell oder so halt irgendwie 12 Dollar wert ist oder sowas nur noch, ja, und ich gehe da mit 3.000 Euro rein. Und wohin soll denn der Preis noch fallen? Soll er auf 6 Dollar fallen? Gut, dann sind die 3.000 Euro nur noch 1.500 wert. Dann gehe ich halt nochmal mit 3.000 Euro rein, ja. Also auf null wird er wohl eher nicht fallen und von daher, irgendwann muss man dann auch mal wieder einsteigen. Aber wie gesagt, ich lasse meine Balken hier drin. Meine Balken sind, wie gesagt, bei 7, 7, 5, bei 5, 5, 5. Und ich hoffe, dass wir uns hier jetzt konsolidieren, dass sich das alles beruhigt, die ganzen Maßnahmen. Ich meine, hey, was die da gerade für Pakete schnüren, ja? Also mehr geht ja gar nicht. Ja, also ich hoffe, jetzt kommt nicht noch auch Helikoptergeld und sowas. Also die Leute, weil das belohnt ja nur wieder die Leute, die in Saus und Braus gelebt haben im letzten. Und davon kenne ich genug. Ja, haben ein bisschen Kohle bekommen, hauen sofort wieder raus. Oh, jetzt fällt mal irgendwie die Einnahmen weg und die Kunden fallen weg oder stoppen irgendwas. Oh, jetzt habe ich sofort ein Problem. Jetzt brauche ich Helikoptergeld, ja. Super, ne? Also ich habe noch Empathie habe ich noch mit Leuten, die Familie haben und sowas. Ja, aber ich kenne ja ganz viele genug, die Single sind, ja, und quasi auch ständig pleite. Ja, und dafür müssen dann andere, mal ganz kurz zum Thema Helikoptergeld noch, dann mache ich sofort Schluss. Wer glaubt denn ihr,
letztendlich unterm Strich, ja, wenn auch über fünf Ecken rum, bezahlt denn dieses Helikoptergeld? Glaubt ihr, das bezahlt irgendwie eine gute Fee da draußen? Irgendein Hokuspokus, Fidibus, ja, ein Zauberer Merlin oder sowas, ja, obwohl ich den Film sehr, sehr nett finde und sehr gerne schaue. Natürlich bezahlen das immer die Fleißigen. Es wird immer umgelegt auf die Fleißigen. Es ist immer eine Umverteilung von fleißig und sparsam und clever investiert. Und ich sage ja nicht, dass ich immer alles clever mache, ja. Aber auf jeden Fall war ich eben im Vergleich etwas fleißiger, sparsamer, cleverer als wie, ja, die andere Gruppe, die jetzt diese Hilfe brauchen. Also, ja, und selbst wenn jeder diese Hilfe bekommen würde, die würde ich schon gar nicht annehmen wollen. Weil ich ganz genau weiß, dass ich es hintenrum ja eh wieder bezahlen muss. Ja, ich muss gerade Fettsteuern nachbezahlen, irgendwelche Gewerbesteuern, irgendwelchen Käse, ja, was weiß ich alles, ja, weil ich halt angeblich so und so viel verdient habe und dann wird es projiziert aufs nächste 2 Jahre, ja, ja, und der ganze Käse, mit dem muss ich mich eh nochmal unterhalten, mit dem Hübschen, ja, weil das, was ich 2018, 2019 verdient habe, werde ich wohl nicht 2020 verdienen, ja, also. Ja, und genau, jetzt wieder zurück zum DAX. Es gibt viele Sachen, wo man sich darüber aufregen könnte. Und das schlägt sich natürlich auch immer in diesen Charts hier nieder, in den Indizes und so, wo halt einfach vieles reflektiert wird. Und ich denke mal, dass hier viele von diesen institutionellen Anlegern auch unter Verkaufsdruck gekommen sind und nach wie vor immer noch sind. Und das ist letztendlich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, über den man vielleicht sich nochmal detailliert informieren sollte und nochmal detailliert, ja, vielleicht nochmal ein eigenes Video drehe oder mich auch nochmal ein bisschen Recherche drüber machen, ja, wie da momentan die aktuelle Lage ist. Und vielleicht nochmal ein paar coole Beiträge, Artikel oder Videos finde und euch die dann nochmal entsprechend verlinke. Also bis zum nächsten Mal, euer Thomas Klein und tschüss.